Willkommen Leute zurück hier bei Mario Kart 8. Heute geht's wieder ein bisschen kanalinternes Zeug und noch ein Thema, das ich mit euch bearbeiten möchte. Wie immer, Donnerstag ist Kanalintern-Tag, wo ich halt ein bisschen über mich quatsche, über... ja, was denn so auf dem Kanal jetzt so alles abgeht. Okay, fangen wir einfach gleich an. Und zwar habt ihr sicherlich bemerkt, dass ich... eines der Projekte langsam dem Ende nähert, nämlich Super Mario Galaxy. Nähert sich stetig dem Ende, das dauert nicht mehr allzu lange, bis das komplett aufgenommen ist und ja, dann halt muss ich nur noch online stellen und das ist cool. Endlich wird mal ein Projekt abgeschlossen. Also nicht, dass ich mich so zu Tode freue, ja, kein Mario Kart mehr, sondern keine Ahnung. Es ist einfach dann halt kein Mario Kart, kein Galaxy mehr, das ist halt dann, ja, ist halt dann auch wieder, das Projekt zieht sich ja schon fast 2 Monate, ein bisschen länger, ist ja auch schön, dass es mal vorbeigeht und etwas Neues auf dem Kanal stattfinden kann. Das Problem ist leider nur, ich habe keine Ahnung, was ich nach Galaxy machen soll. Ich hätte da schon 2, 3 Projektpläne, bin mir aber unsicher, auf was ihr mehr Lust hättet. Und euch einfach so fragen, ich will euch überraschen. Dementsprechend lasst euch einfach überraschen, auf jeden Fall. Galaxy nähert sich dem Ende und danach startet ein neues Projekt. Was gibt's sonst noch zu sagen? Enslaved, das habe ich vor, die Woche mal aufzunehmen. Also, wenn ihr das, ihr bekommt den Part Donnerstag und dann, währenddem ihr den Part guckt, habe ich das wahrscheinlich schon getan und gemacht. Das heißt, ihr könnt nächste Woche noch nicht, aber in 2 Wochen hätte ich vor, wieder Enslaved hochzufahren. So. So viel zum Thema Enslaved. Das soll in 2 Wochen wieder kommen und ich habe mir auch überlegt, halt, für die nächste Woche halt 2 FIFA-Parts noch rauszuhauen. Für halt Enslaved und ja, das habe ich auch Lust, hoffe ich auch. Ja, das war es so ziemlich mit den Uploads. Und wir sind hier sogar noch als Erster ins Team gekommen. Das ist natürlich schön. Ja. So, soviel zum Thema Uploads. Wie gesagt, ab nächste Woche kommen vielleicht, je nach Lust und Laune, noch 2 FIFA-Parts und... in 2 Wochen sollte es mit Enslaved weitergehen. Und auch nächste Woche sollte schon das neue Projekt starten, weil ich glaube, Galaxy dauert echt nicht mehr lange. Es sind beim heutigen Stande der Aufnahme noch 9 oder 8 Sterne zu holen. Ich weiß es nicht mehr. Und das geht auch schnell. Also hoffe ich. Ich glaube nicht, dass Galaxy noch länger als... Mitte nächste Woche sollte es eigentlich vorbei sein. Mit dem schönen Projekt Mario Galaxy. Aber keine Angst, es startet ja gleich was Neues. Aber mal gucken, was. Ich hätte ja übertrieben Bock, so ein 3DS-Projekt zu machen. Nun habe ich leider keine 3DS-Catcher-Card und auch nicht das Geld dazu. Und irgendwie, glaube ich, bringt das jetzt auch nichts mehr, weil halt... ach du Scheiße. Weil halt der New 3DS auf dem Markt ist und ja. Das soll ja ein eigenständiger Handheld sein. Laut Nintendo. Wird sich ja noch ausstellen, wa? So, auf. Das war's eigentlich auch schon. Das. Ja. Schön, ich habe die Themen irgendwie schnell abgeklappert, dass es mir lieb war. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, worüber ich labern sollte. Was gibt's noch zu sagen? Ach ja, vielleicht wissen ein paar von euch. Ich bin auf Diät. Das momentan ist die 7. Woche und die läuft immer noch gut. Und das freut mich natürlich. Also. Aber immer noch gut. Ich freue mich so, wenn ich ihn... ich habe ja gesagt, ich will 10 Wochen hier halt durchziehen. Das heißt, 10 Wochen sauber. Und das habe ich bis jetzt halt... bin ich in der 7. Woche. Läuft eigentlich ganz knorke, ganz gut. Nein, nein. Ihr erwischt mich nie. So, auf jeden Fall... ja, ist das halt die 7. Woche. Ich freue mich Ich freue mich richtig drauf, in den 3 Wochen wieder einmal Nudeln zu essen. Okay. Gott, oder Brot. Oh, ich freue mich so auf ein Brötchen. Gott. Ah. So. Läuft aber ganz gut. Ich habe mich zwar schon länger nicht mehr gewogen. Das sollte ich wieder mal tun, zum gucken, wie schwer ich jetzt bin, aber
Stand heute hatte ich schon 6 Kilo verloren in 7 Wochen. Kann sich sehen lassen, finde ich. Auf jeden Fall freue ich mich in 3 Wochen. Ah, oh, Brötchen. Brötchen. Ja, habt ihr schon mal eine Diät gemacht? Könnt ihr gerne mal in die Comments schreiben. Würde mich interessieren. So, ich wollte ja, wie gesagt, noch ein Thema mit euch besprechen. Allerdings ist der Part schon ein bisschen zu lang. Das kommt dann halt im Thema Video vom Sonntag, das Thema. Und ja, dann, was soll ich mit euch sonst jetzt noch quassen? Ich habe eigentlich alles schon gesagt, was ich zu sagen habe. Ich soll den Part jetzt schon beenden. Ne, ist ein bisschen gemein. Was gibt es noch für Themen? Wir können ja mal über Streams reden, das wäre auch mal so eine Sache. Ist auch ein bisschen kanalintern und passt irgendwie zum Video von Donnerstag. Oh, Mama Love You, was hieß der Name? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kennen ein paar von euch Streams. Sagt euch das etwas, das ist halt so ziemlich das gleiche, was ich hier mache, einfach live. Für die, die es noch nie im Stream geguckt haben, denke ich aber, sind nicht viele davon betroffen, dass sie noch nicht den Stream gesehen haben. Ich habe ja schon öfters mit dem Gedanken gespielt, mal einfach so eine Stunde zu streamen. Und hätte schon irgendwie Bock darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings weiß ich, dass da nicht viele zuschauen würden. Weil, ja, kommt, sind wir ehrlich, ich bin winzig, ich bin klein, ich habe gerade mal 652 Abos zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und das ist ja gar nichts. Also schon etwas, nicht, dass ihr denkt, hey, ist ja voll überheblich, 600 Abos ist doch immerhin etwas. Ja, ist etwas, ist halt der Anfang, oder? Könnte aber ruhig mehr sein, hätte ich nichts gegen. Wer hätte was dagegen, gegen mehr Abonnenten? Schließlich tut man das ja für irgendetwas machen. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal so ein Probe-Stream. Das würde mich schon ein bisschen antönen. Kann ich da antönen sagen? Ne, jetzt würde mich schon ein bisschen. Ich bin schon ein bisschen heiß drauf, ja? Kann man sagen. Ich bin schon ein bisschen heiß auf den. Auf das. Einfach mal so ausprobieren, wie das so ist. Und vielleicht schauen ja doch da mehr zu als nur 2-3 Leute. Das würde mich auch freuen. Ihr könnt mir ja in die Kommentare wie immer schreiben, ob ihr. Ah, fuck you. Ob ihr Bock darauf hättet. Streams. Seid ihr Freunde von Streams? Habt ihr Bock auf Streams? Schreibt es in die Kommentare. So, letztes Rennen für heute. Und ich soll davon so das letzte Rennen zu machen, weil das hört sich in der Aufnahme nicht so an, wie es sich für mich anhören tut. Ja. Ich habe irgendwie die Themen viel zu schnell bearbeitet. Ich sollte mir mal so ein kleines Thema pro Part vielleicht am Donnerstag doch noch nehmen. Naja, was soll's. Ist jetzt mal passiert, ist jetzt halt ein bisschen Laber-Part, wo ich halt ein bisschen einfach drauf loslabere. Und ja. Wie gesagt, was haben wir Streams haben wir gesprochen. Ja, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Ich habe gerade während der Pause gesagt, ich habe was zum Reden. Allerdings habe ich das vergessen. Ach ja. Thema abonnieren, das für die, die das halt noch nicht so kennen, weil ich denke, ist eh niemand, aber es gibt wirklich tatsächlich noch Leute, die denken, YouTube-Abo wäre kostenpflichtig, ist es aber nicht. Nur damit das mal so hier klar ist, es gibt ja immer wieder Leute, die wissen das halt nicht und dann kann ich es halt auch nur sagen, falls ich irgendwie auf dieses Video fehlt habe und dieses Video bis zu diesem Punkt gucken, bitteschön. Du kannst mich gratis abonnieren. Dann bist du immer auf dem Laufenden, wenn ich ein neues Video von Mario Kart hochlade. Das würde mich natürlich freuen. Ach, das wollte ich natürlich reden. Nicht über das Abonnieren, sondern über Community-Rennen. Habt ihr Bock? Wenn du einmal in Mario Kart 8 getroffen bist, bist du einfach am Arsch. Ja, wie gesagt. Hätt ihr Bock, ein bisschen in der Community zu racen? Dann würde ich nämlich jeweils so ein Aufnahmedatum aussagen und dann fahren wir halt zusammen im fahren wir halt zusammen in der Runde. Das wäre natürlich nicht übel. Und ja, falls ihr Bock habt, dann schreibt es doch in die Kommentare wie immer. Und dann gucken wir mal, dass wir da mal zusammen was aufnehmen können. Was war da gerade los?
Leute, tut mir leid, dass das Video ein bisschen asynchron ab jetzt wird, aber das Video hat sich einfach so bei der Aufnahme aufgehängt. Das, boah, nervt mich das gerade. Das ist einfach nur scheiße. Boah, nee. Ja, Entschuldigung, falls das Video gegen jeden hat. Asynchron wird. Geht ja nicht mehr lang. Auf jeden Fall, Community rein, den könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja. Das war's eigentlich schon. Hab nichts mehr zu sagen. Ja. Entschuldigung für das Ende. Da kann ich halt nichts machen. Aber mich nervt es gerade voll extrem. Auf jeden Fall, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich freuen. Bis dahin, haut rein. Euer Blaze. Ich sag schon mal ciao. Tschüsschen.